Das Wort hat der Bundesminister Dr. Thomas de Maizière. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Anlass für die heutige Debatte ist die Vorlage des 13. Sportberichts der Bundesregierung. Der liegt Ihnen vor. Er zeichnet ein umfassendes Bild der Sportförderpolitik der Jahre 2013 und nimmt auch noch die Ergebnisse von Sotschi 2014 in den Blick. Das waren solide sportliche Erfolge auf der Basis einer soliden Finanzierung. Die Arbeit für den Sport ist auch ein Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sport verbindet und schafft gemeinsame Ergebnisse. Richard von Weizsäcker, an den wir in diesen Tagen denken und der bis weit in die 80er Jahre hinein immer noch das Sportabzeichen abgelegt hat, hat einmal gesagt, ich zitiere, der Sport ist der stärkste Antrieb für das, was unsere demokratische Gesellschaft vor allem braucht, nämlich nicht einfach den privaten kritischen Rückzug, sondern die aktive Bürgergesellschaft. Sport ist ein Imageträger für unser Land. Deutschland ist eine in der Welt hoch angesehene Nation, auch wegen seiner Spitzenleistung im Sport und nicht nur im Fußball. Im Spitzensport muss der Platz auf dem Podest aber immer wieder neu verteidigt werden. Die Bilanz der Winterspiele in Sotschi war, wenn wir ehrlich sind, letztlich enttäuschend. Am Ende von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften werden nun einmal Medaillen gezählt. Und Spitzensportförderung aus dem Bundeshaushalt ist Spitzensportförderung. Der Chef der Deutschen Sporthilfe, Michael Ilgner, hat jüngst einmal gesagt, der deutsche Leistungssport kommt nicht mehr durch den TÜV. Eine harte Analyse. Die Olympia-Analysen von DOSB und IAT zeigen, dass wir Gefahr laufen, den Anschluss an die absolute Weltspitze zu verlieren. Und ich habe es schon bei der Mitgliederversammlung des DOSB gesagt, wir stehen am Scheideweg. Entweder gehen wir allmählich immer mehr ins Mittelmaß mit sinkender Tendenz, überdeckt durch einige herausragende Einzelsportler, oder wir finden den Weg zurück in die Spitzengruppe der großen Nationen der Welt, wo wir als Spitzensportnation hingehören. Ich habe mit dem Präsidenten des DOSB vereinbart, und der DOSB hat das so beschlossen, die Strukturen der Spitzensportförderung auf den Prüfstand zu stellen und, wo nötig, neue Wege zu beschreiten. Bis zu den Olympischen Spielen in Rio 2016 soll ein Konzept stehen. Im März beginnen wir mit der ersten Arbeit des sogenannten Lenkungsausschusses. Diesem Lenkungsausschuss sitzen Herr Hörmann und ich persönlich vor. Wir wollen die Sache jetzt in Angriff nehmen. Was wir auf internationaler Ebene erleben, ist eine zunehmende Fokussierung vieler Nationen auf wenige Disziplinen und ihre Stärken. Dazu hat es ja auch schon eine Anhörung im Sportausschuss gegeben. Wir wollen nicht das holländische Modell nachahmen, wo man sozusagen ganz viele Medaillen mit einer Disziplin erreicht im Eisschnelllauf. Wir wollen auch nicht London 12 kopieren. Wir haben unsere eigene Sporttradition. Die ist stark von Vielfalt geprägt. Ohne Breite keine Spitze. Das ist die griffige Formel. Das ist auch richtig. Und dennoch wird darüber zu diskutieren sein, was bedeutet denn Breite genau in einem System Spitzensport? Breite kann nicht bedeuten, alles gleichmäßig zu fördern und alles zu machen. Dieser Weg wird Deutschland nicht an den Platz zurückführen, an den es als Sportnation gehört. Vieles wird zu analysieren sein. Welche Verbände sind besonders erfolgreich? Welche weniger? Und warum ist das so? Eine solche Analyse wird schmerzhaft sein, aber sie ist unumgänglich. Wie sieht es mit den Rahmenbedingungen aus? Trainer, Übergabe von Nachwuchstrainern zu Spitzentrainern, Stützpunkte, Nachwuchsarbeit. Wie sieht es mit der sportwissenschaftlichen Unterstützung aus? Ist das vernünftig? Wie arbeiten Köln und Leipzig zusammen? Ist das wirklich schon richtig gut? Wie ist die Rolle von IAT oder FIS? Wir wollen uns Zeit geben und Zeit lassen für die Analyse, aber unser Blick
geht über Rio 2016 hinaus. Unser Zeitplan für die Umsetzung zielt auf die Jahre 2024, 2028. Nicht nur wegen der Olympiabewerbung, auf die ich gleich komme, sondern auch wegen der Möglichkeiten der Auswirkung von Ergebnissen einer Neustrukturierung der Spitzensportförderung. Das geht eben nicht über Nacht, sondern dauert 15 Jahre. Deswegen hängt die Strukturveränderung in der Förderung des Spitzensports, die wir betreiben wollen, gemeinsam mit dem DOSB, eng mit der Olympiabewerbung zusammen. Jedes Gastgeberland will zeigen, was es kann. Das liegt in der Natur der Sache. Es geht bei der Neustrukturierung also auch darum, uns für unsere Gastgeberrolle optimal aufzustellen. Der 13. Sportbericht, den wir heute diskutieren, führt uns noch einmal die gescheiterte Olympiabewerbung München 2018 und München 2022 vor Augen. Vor allem die eindeutigen Bürgervoten im November 2013 gegen eine Bewerbung waren enttäuschend, und sie sind auszuwerten, warum das so war. Es ist daher richtig, dass der DOSB gemeinsam mit Hamburg und Berlin frühzeitig entschieden hat, ohne eine deutliche und ohne eine frühe Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger wird es ein zukünftiges Projekt Olympia in Deutschland nicht geben können. Deshalb muss es darum gehen, die Bevölkerung in der Bewerberstadt, in der jeweiligen, aber auch darüber hinaus zu begeistern. Jeder und jede sollte sich bewusst machen, die Chance, Olympische Spiele in der eigenen Stadt oder im eigenen Land zu haben, hat man vielleicht nur einmal im Leben oder jedenfalls nicht häufig. Das kommt so schnell nicht wieder. Ich glaube, Olympische Spiele sind eine einmalige Möglichkeit und Chance, der Welt unser Land so zu präsentieren, wie wir sein wollen. Fröhlich, leistungsorientiert, patriotisch und weltoffen. Wo sonst finden Menschen aller Altersgruppen, Nationen, Schichten, Religionen so zusammen? Wo sonst gibt es Ereignisse, bei denen ein solches Wir-Gefühl erlebbar wird? Jeder weiß noch, wie es war, als wir Sommer 2006 Gastgeber waren. Wie stolz wir als Gastgeber waren. Wie viel Freude, Mut und Zuversicht wir aus diesen Wochen gewonnen haben. Und sogar ohne Weltmeister zu werden. Es geht deshalb bei der Entscheidung, die in den nächsten Wochen ansteht, im März, nicht in erster Linie um Berlin oder Hamburg, sondern es geht um eine deutsche Bewerbung, auch wenn am Ende nur eine Stadt den Zuschlag bekommt. Die Bundesregierung unterstützt den Weg einer Olympiabewerbung für Deutschland mit ganzer Kraft. Und ein weiterer Punkt. Unsere Position sollte sich nicht darin erschöpfen, das können wir Deutschen besonders gut, das IOC oder andere für die Vergabeverfahren der Vergangenheit zu kritisieren oder die Gastgeberstädte zu kritisieren oder auf unhaltbare Zustände in einzelnen Austragungsorten hinzuweisen. Das kann man alles machen. Besser wäre es, wir machen es besser und zeigen, wie es anders geht in einer Demokratie. Selbst antreten und besser machen, das ist die Devise. Die guten Konzepte von Hamburg und Berlin sind dafür gut. Abkehr vom Gigantismus. Dieser Ansatz übrigens, darauf hat Jochen Vogel vor einiger Zeit hingewiesen, hat sich auch in München 1972 so bewährt und war Teil des Konzeptes. So passen deshalb die Konzepte Hamburg und Berlin auch gut in die IOC-Reform, die unter Führung des deutschen Präsidenten dort in Gang gesetzt worden sind. Wir brauchen womöglich einen langen Atem. Sie wissen, was ich meine. Nicht jede Bewerbung gelingt beim ersten Mal. Es gibt eine starke Konkurrenz. Aber das ist dann so. Auch die Reise der deutschen Fußballnationalmannschaft zum WM-Titel 2014 hat auch nicht erst im Trainingslager in Südtirol 2014 begonnen. Der Anfang dieser Erfolgsgeschichte ist sogar noch vor dem Sommermärchen 2006 zu suchen. Das hat Joachim Löw bei der Auszeichnung mit dem Deutschen Medienpreis in seiner Rede sehr eindrucksvoll beschrieben, welch langer strategischer Weg des DFB begonnen worden ist, um schließlich viele, viele Jahre später einen solch großen Erfolg zu landen. Das war ein langer, auch hürdenreicher Weg, mit viel Kritik, auch mit Personalwechsel, wie wir wissen sogar. Aber die Strukturen blieben gleich. Die Zielrichtung
Eine Vorstellung davon, wie der deutsche Fußball der Zukunft aussehen sollte, das stand am Anfang an. Und deswegen ist auch für den Sport außerhalb des Fußballs jetzt die Zeit für einen solchen Anfang, jetzt zu sagen, wo wollen wir 2024, 2028 sein, welche Schritte brauchen wir bis dahin und wie gehen wir das strategisch an. So sollten wir also in Sachen Olympia mit Mut und Zuversicht am Startblock stehen. Wir wissen nicht, wie das IOC 2017 entscheidet, aber wir sollten uns darauf gut vorbereiten. Was wir also brauchen, ist nicht eine Bewerbung nur von Hamburg oder von Berlin und nicht nur eine Bewerbung des DOSB, sondern wir brauchen eine Bewerbung des gesamten Sports, einschließlich des Breitensports. Wir brauchen eine Bewerbung und eine Begeisterung aus ganz Deutschland. Alle, möglichst alle, sollten sagen, ja, wir wollen die Spiele, wir sind stolz darauf, sie zu bekommen und wir freuen uns darauf, wieder Gastgeber sein zu dürfen. Und dann gibt es noch etwas anderes. Wir haben ja nun nicht so ganz viele großartige Erfolge mit der Organisation von Großprojekten. Und es wäre doch vielleicht mal eine Chance, wenn wir nicht nur der Welt, sondern uns selber beweisen könnten, dass wir auch imstande sind, ein solches Großprojekt fristgerecht, termingerecht, rechtsstaatlich, mit Bürgerunterstützung und vernünftig mit nachhaltiger Nutzung hinzukriegen. Das wäre ein Erziehungsprojekt weit über Olympia hinaus, auch nach innen. Das fände ich gut. Meine Damen und Herren, wenn ich hier in die Reihen schaue, sehe ich viele, die dem Sport mit Begeisterung verbunden sind. Das ist gut so, reicht aber nicht aus. Und deswegen müssen wir über diesen Raum hinaus ab heute, ab den nächsten Tagen, dann, wenn der DOSB entschieden hat, dafür eine Welle der Begeisterung auslösen, die anhaltend dauert, das ist schwer. Es ist jedenfalls Zeit, dass wir gemeinsam Deutschland wieder in die Spitzengruppe der Welt führen mit dem Spitzensport und dass wir es schaffen, Olympia, und zwar die Sommerspiele, nach Deutschland zu holen im nächsten Jahrzehnt. Daran sollten wir arbeiten. Vielen Dank. Soweit der Bundesinnenminister Thomas de Maizière, der als Innenminister ja traditionell auch den Sport zu verantworten hat. Nach ihm jetzt in dieser Debatte über den Sportbericht der Bundesregierung der sportpolitische Sprecher der Linksfraktion André Hahn. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sport ist nicht nur, wie es manchmal heißt, die schönste Nebensache der Welt, sondern für immer mehr Menschen ein ganz wichtiger Bestandteil ihres Lebens und das zum Teil von der Kindheit an bis ins hohe Alter. Der Deutsche Olympische Sportbund hat derzeit knapp 28 Millionen Mitglieder in 90.000 Vereinen. Was dort von den Aktiven aller Altersklassen, von den Trainern und Übungsleitern, von den Sportfunktionären der verschiedenen Ebenen und nicht zuletzt auch von den Schieds- und Kampfrichtern Jahr für Jahr geleistet wird, verdient allerhöchste Anerkennung. Und dafür möchte ich mich auch im Namen meiner Fraktion ganz herzlich bedanken. Leider spielt der Sport in den Debatten des Bundestages nur selten eine Rolle. Schon deshalb ist der 13. Sportbericht der Bundesregierung wichtig. Er enthält durchaus viele wertvolle Informationen. Er krankt allerdings an einem zentralen Punkt, dem völlig fehlenden Problembewusstsein. Die Lage wird in fast allen Bereichen schön gefärbt. Eigentlich unübersehbare Defizite werden verschwiegen und auf der Hand liegende offene Fragen bleiben unbeantwortet. Der Minister, das will ich gern einräumen, war da eben in seiner Rede schon etwas differenzierter. Ich komme auf einzelne Punkte gleich noch zurück. Zuvor aber will ich noch an den 12. Sportbericht erinnern, zu dem der Bundestag im Januar 2011 eine Entschließung verabschiedet hatte. Vieles von dem, was vor 4 Jahren beschlossen wurde, ist nicht erfüllt. Die Olympiabewerbung von München für 2018 ist gescheitert. Ein Anti-Doping-Gesetz ist noch immer nicht beschlossen. Es gibt jetzt immerhin einen Referentenentwurf. Der Zugang von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, mit Migrationshintergrund sowie aus sozial schwachen Familien zum Vereinssport liegt weiter deutlich unter dem Durchschnitt. Und die sportliche Infrastruktur, die Situation der Sportstätten, ist kaum besser, sondern vielerorts sogar noch schlechter geworden. Nach wie vor, auch das will ich sagen, gibt es einen enormen Unterschied bei den in Sportvereinen organisierten Menschen zwischen Ost- und Westdeutschland. Im Westen liegt der Organisierungsgrad durchschnittlich bei 30%, im Osten nur bei 15%. Damit
sollten wir uns nicht zufrieden geben. Das gilt im Übrigen auch für den Leistungssport. Der erfreuliche Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft hat hier einiges überdeckt, denn die Resultate der Olympischen Spiele in Sotschi waren nun wirklich nicht berauschend. Und das erfordert auch Konsequenzen, und der Sportausschuss hat sich damit ja wiederholt beschäftigt. Und wenn es um die künftige Spitzensportförderung geht, müssen wir sorgfältig abwägen, wofür wir Steuergelder in die Hand nehmen. Denn im Kern gibt es doch zwei Alternativen. Entweder eine absolute Konzentration der zur Verfügung stehenden Mittel auf einige wenige ausgewählte und medienträchtige Sportarten. Diesen Weg haben zum Beispiel die Holländer eingeschlagen beim Eisschnelllauf. Oder die Fortsetzung einer differenzierten Sportförderung in allen für Deutschland traditionellen olympischen und paralympischen Sportarten. Die Linke ist hier für die zweite Variante, wobei auch bei uns klar ist, dass es perspektivisch zu veränderten Prioritätensetzungen kommen muss. Beim Sport für Menschen mit Behinderungen gab es positive Entwicklungen. Trotzdem bleibt noch viel zu tun. Ein Basketballer braucht nicht nur Sportkleidung. Wenn er im Behindertensport tätig ist, braucht er auch einen teuren Sportrollstuhl. Der Weitspringer Markus Rehm benötigt nicht nur Turnschuhe, sondern eine teure Spezialprothese. Und hinzu kommen Ausgaben für Assistenz und den Transport zum Training. Und für all das gibt es in der Regel keine Zuschüsse. Und Sponsoren stehen bei behinderten Sportlern auch nicht Schlange. 1950 stiftete Bundespräsident Theodor Heuss das Silberne Lorbeerblatt als höchste staatliche Auszeichnung im Sport. Es dauerte sage und schreibe 43 Jahre, ehe Bundespräsident Richard von Weizsäcker erstmals auch Sportlerinnen und Sportler mit Behinderungen mit dem Silbernen Lorbeerblatt ehrte. Und es vergingen noch einmal zwei Jahrzehnte, bis auch die von den Linken immer wieder geforderte Gleichbehandlung der Medaillengewinner bei Olympischen und Paralympischen Spielen hinsichtlich der Prämierung durch die Deutsche Sporthilfe endlich realisiert wurde. Das ist gut und richtig so, aber die Trainer werden bei der Prämierung weiter ungleich behandelt. Hierfür ist die Bundesregierung zuständig und sollte das endlich ändern. Übereinstimmung, meine Damen und Herren, gibt es auch bei der Notwendigkeit der Bekämpfung von Doping. Die Linke hat dazu bereits im August letzten Jahres in einem Antrag Eckpunkte für das längst überfällige Anti-Doping-Gesetz vorgelegt. Wir wollen die bestehenden Strafvorschriften für den Handel mit Dopingmitteln erweitern, auch einen neuen Straftatbestand Sportbetrug einführen, der es ermöglicht, beteiligten Trainern die Lizenz und Ärzten die Approbation zu entziehen, sowie gegen gedopte Athleten künftig harte Geldbußen und bei Wiederholungstätern auch Freiheitsstrafen zu verhängen. Zudem hoffe ich, dass wir fraktionsübergreifend möglichst noch in diesem Jahr eine Lösung finden für die Entschädigung von Dopingopfern in Ost und West. Sie haben eine angemessene Lösung verdient. Zum Schluss nur noch einige wenige Stichworte. Der Sport ist keine Spielwiese für Rechtsextremisten und Gewalttäter, für Ausländerfeindlichkeit und Rassismus. Im Gegenteil, der Sport leistet einen wichtigen Beitrag für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, für Asylbewerber und Flüchtlinge, und die diesbezüglichen Aktivitäten müssen wir noch stärker unterstützen. Auch als langjähriger Kapitän des FC Landtag Sachsen und jetziger Aktiver am FC Bundestag sage ich, der Fußball darf in der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Sender nicht alles dominieren. Es gibt viele Sportereignisse im Spitzensport sowie im Breitensport, über die es sich lohnt zu berichten. Und es war inakzeptabel, dass die Spiele der Handball-Weltmeisterschaft in Katar hierzulande nur im PTV verfolgt werden konnten. Ich möchte mich für das Zusammenwirken mit dem DOSB an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Präsident Alfons Hörmann leistet hier in schwieriger Zeit eine sehr gute Arbeit. Ich wünsche seinem Vorgänger Thomas Bach viel Erfolg bei seinem Bemühen, die längst überfälligen Reformen im verkrusteten, überalterten und in Teilen wohl auch korrupten IOC tatsächlich umzusetzen. Und ich wünsche mir eine FIFA ohne Sepp Blatter an der Spitze. Und meine Damen und Herren, ich wünsche mir abschließend
dass wir bei allen Verweisen auf die Zuständigkeiten von Bund, Ländern und Kommunen die Situation im Breitensport nicht aus dem Blick verlieren. Wir haben dort viel zu tun. Packen wir es gemeinsam an. Sportfrei. Die Rede von André Hahn von der Linksfraktion. Bundeskanzlerin Angela Merkel, meine Damen und Herren, hat heute den irakischen Ministerpräsidenten Haider al-Abadi zu Gast. Sie hat ihn heute bereits mit militärischen Ehren empfangen. Im Moment sind beide Politiker in einem Gespräch, ganz wesentlich um die aktuelle Lage im Irak und in den umliegenden Ländern. Von der Pressekonferenz wollen wir Ihnen live berichten. Das sehen Sie in dem kleinen Bild auf unserem Bildschirm. Insofern werden wir uns dann, wenn es soweit ist, hier aus der aktuellen Debatte kurzfristig verabschieden. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis. Einstweilen aber geht es weiter in der Sportdebatte hier im Bundestag mit Detlef Pilger für die SPD-Fraktion. Die Wirklichkeit der Sportvereine in Bezug auf den Mindestlohn. Grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass Angestellte von Vereinen nun für ihre getanene Arbeit fair bezahlt werden. Und da sind wir uns sicher einig, das ist auch gut so. Das, was für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in anderen Branchen gilt, muss auch im Sport gelten. Zu betonen hierbei ist, dass das Ehrenamt von der Mindestlohnregelung nicht betroffen ist. Die Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich engagieren, leisten einen ungeheuren volkswirtschaftlichen Beitrag und tragen maßgeblich zum Gelingen des gesellschaftlichen und Miteinanders bei. Auch wenn der Ehrenamtler für seine Aufwendungen und Kosten. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen es, die Pressekonferenz beginnt Angela Merkel und der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi. Oder 70er Jahren. Und wenn wir den demografischen Wandel betrachten, wissen wir, dass wir. Ja, meine Damen und Herren, wir sind also live zurück im Bundestag. Hier ist, geht es weiter mit der Sportbericht, mit der Debatte über den Sportbericht der Bundesregierung. Diese Debatte hatten wir unterbrochen, um Sie zu informieren über Ergebnisse des Gespräches zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem irakischen Besuch Ministerpräsident Haider al-Abadi. Am Ende auch ein Ausblick noch auf Ihre Gespräche gestern in Kiew und heute in Moskau zusammen mit dem französischen Präsidenten zur Eindämmung der Krise in der Ostukraine. Jetzt also wieder zur Innenpolitik, Sportbericht der Bundesregierung, der da diskutiert wird im Bundestag. Sport, das heißt leider, muss man sagen, auch Doping, Einnahme unerlaubter Mittel. Insofern ganz folgerichtig, dass im Moment der drogenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Frank Tempel, nämlich am Rednerpult steht. Mit einer Trendwende ist gerade bei finanzschwachen Kommunen nicht zu rechnen. Sicherlich auch, weil finanzschwache Kommunen das Problem hätten, die Konjunkturpakete nicht in dem Maß zu nutzen, weil ganz einfach die Eigenanteile fehlten. Da haben Bürgermeister fertige und notwendige Projekte in der Schublade, können sie aber nicht zum Einsatz bringen, weil ganz einfach die Eigenmittel im Haushalt, im kommunalen Haushalt nicht vorhanden sind. Und da berichte ich hier nicht vom Hörensagen, sondern aus meiner Erfahrung als Gemeinderat und Mitglied eines Kreistages. Diese Problematik findet aber im Sportbericht der Bundesregierung gar keine Erwähnung. Wenn ich zu Hause im Wahlkreis Sportvereine besuche, werde ich aber genau mit dieser Frage konfrontiert. Auch von Bürgermeistern, die etwas für ihre Vereine und für den Breitensport in ihrer Gemeinde machen wollen. Und da sind, meine Damen und Herren, nicht wenige CDU- und SPD-Mitglieder dabei. Die finden es übrigens auch gar nicht lustig, wenn ich ihnen dann berichte, dass der Bund das eigentlich schon alles ganz toll findet und auch der Meinung ist, dass der Bund, die Bundespolitik, hier keine Verantwortung trägt. Auch die sportpolitischen Sprecher übrigens der CDU und CSU aller Landtage haben anscheinend das Problem erkannt. Sie fordern ein Investitionsprogramm. Auf ihrer Beratung im März 2014 betonten sie, dass die Kommunen nicht allein gelassen werden dürften. Der Sanierungsstau bei Sportstätten und Bädern kann nicht mehr länger ignoriert werden. Bund, Land und die Sportverbände müssten gemeinsam diese Probleme angehen. Recht haben sie, und die Linke unterstützt ihre Forderung und erwartet, dass Sie Ihre Kollegen aus Landtagen und Kommunen auch endlich ernst nehmen. Die Linke fordert deswegen genau in diesem Sinne die Auflage eines neuen Sportförderungsprogramms. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Thüringen. Das darf ich als Thüringer ja auch mal kurz sagen. Die rot-rot-grüne Regierung stellt erheblich mehr finanzielle Mittel für den Sport zur Verfügung. Statt 10 Millionen Euro werden nun 20 Millionen Euro für die Sportförderung bereitgestellt. So kann man handeln statt reden. Ich möchte auch noch auf einen
weiteres Problem verweisen. Es gibt ja Sportanlagen, die sich durchaus in einem halbwegs guten Zustand befinden. Sie können in vielen Regionen aber nur eingeschränkt benutzt werden, weil es dann Bürgerinnen und Bürger gibt, die wegen unzulässigem Lärm klagen, Recht bekommen und dann bleiben die Sportanlagen zu bestimmten Zeiten geschlossen. Der Sportausschuss beschäftigt sich damit regelmäßig. Ich bin seit 2009 im Bundestag. Seitdem höre ich von Prüfaufträgen zur Lösung dieses Problems. Dass sich wirklich etwas ändert, werde ich erst glauben, wenn dann wirklich, es soll ja wieder mal kommen, ein konkretes Programm auf dem Tisch liegt. Das werden wir dann auch diskutieren und gemeinsam hoffen, dass wir möglichst schnell hier eine Änderung herbeiführen können. Ein Punkt möchte ich noch ansprechen. In der Auswertung des 12. Sportberichtes wurde die Bundesregierung dazu aufgefordert, gesellschaftliche Teilhabe, insbesondere mit Blick auf Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien im Sport zu gewährleisten. Im Sportbericht ist hierzu wieder nichts zu finden. Allerdings wissen wir aus dem aktuellen Bildungsbericht, dass hier akuter Handlungsbedarf vorliegt. Die Linke fordert erneut, allen Kindern und Jugendlichen müssen unabhängig vom Geldbeutel Zugang zum Sport haben. In diesem Sinne, Herr Minister, möchte ich auch einen Vorschlag machen, im künftigen Sportbericht der Bundesregierung in einem eigenen Kapitel die Zugangsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen zu sportlichen Angeboten, insbesondere zu Sportvereinen und weiterführenden Sportschulen, darzustellen. Machen Sie den Sportbericht ganz einfach auch mal zum Wegweiser für künftige Aufgaben. Dankeschön. Soweit Frank Tempel für die Linksfraktion. Nächste Rednerin ist jetzt die sportpolitische Sprecherin der SPD, Michaela Engelmeier. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren auf den Rängen. Ich freue mich ausdrücklich und außerordentlich, dass wir heute in der Kernzeitdebatte 96 Minuten über den Sport diskutieren. Ich glaube, Sie haben es gerade gesagt, die schönste Nebensache der Welt. Ich finde auch eine der wichtigsten Nebensachen der Welt, der Sport. In dem 13. Sportbericht haben wir über 140 Seiten alle Facetten des Sports beleuchtet. Es gibt viele Anregungen und ich habe mir mal drei Punkte rausgesucht, die ich Ihnen gerne heute hier vortragen möchte. Ich fange mal an mit der Rolle der Frau im Sport. Wird Sie jetzt vielleicht ein bisschen überraschen. Ich komme auch noch zu Olympia und zum Anti-Doping-Gesetz. Lassen Sie mich mit dem Blick auf das Thema Frauen im Sport beginnen. Und ich möchte hier den geringen Anteil von Frauen auf der Führungsebene des organisierten Sports ansprechen. Leider muss man über den viel zu geringen Anteil von Frauen in den Spitzenverbänden reden, weil nur etwas mehr als 10% aller Führungskräfte im deutschen Sport weiblich sind. Als Vizepräsidentin einer männlich dominierten Sportart, nämlich dem Judosport, also als Vizepräsidentin des Deutschen Judobundes, weiß ich, wovon ich rede. Und obwohl man sich im Sport dieses Problems durchaus bewusst ist, fruchtet die vielbeschworene Selbstverpflichtung für das Werben für mehr Frauen in besonderen Positionen nicht. Und ich denke, wir müssen da neue Wege gehen und ein paar Barrieren in den Köpfen überwinden und vielleicht möglicherweise, und ohne dass Sie jetzt einen Schrecken kriegen, mal über eine Quote nachdenken. So würde es Frauen ermöglicht, zu beweisen, dass sie diese Funktionen ebenso gut erfüllen, ohne dafür kämpfen zu müssen, besser zu sein als Männer oder nur mindestens genauso gut wie ihre männlichen Kollegen. Ich verweise auf aktuelle Forschungsergebnisse in der Psychologie. Frauen erhöhen die kollektive Intelligenz einer Gruppe. Insofern können sich die männlichen Kollegen glücklich schätzen, Frauen im Team zu haben. Aber zur Ehrenrettung, meine Herren, es gibt da eine wesentliche Einschränkung. Reine Frauengruppen weisen allerdings auch keine höhere Schwarmintelligenz auf. Das heißt, gemischte Gruppen sind hier am stärksten. Was will ich damit zum Ausdruck bringen? Nun, ich mache dem organisierten Sport ausdrücklich keinen Vorwurf. Ich sehe die Bemühungen im organisierten Sport für Frauen und unterstelle niemand eine Absicht. Aber wenn der Frauenanteil in der Gesellschaft sich im Sport nicht repräsentiert, dann finde ich, stimmt da etwas nicht. Und da geben Sie mir da hoffentlich sicherlich recht. Vielleicht sind es aber auch immer noch verkrustete Strukturen, die es nicht erlauben, dass Frauen in diese Führungsposition aufrücken können. Ich weiß es nicht, aber wir müssen wirklich dranbleiben. Und da bitte ich auch meine Kolleginnen, die ich in dem DOSB, in den Führungsgremien, in den Spitzenverbänden habe, wir müssen wirklich mehr dafür arbeiten. Es läuft gut im deutschen Sport, keine Frage. Aber mit mehr Frauen in Führungspositionen vielleicht läuft es vielleicht noch etwas besser.
Das dachte ich mir. Kommen wir zum zweiten Punkt, der Bewerbung zu den Olympischen und Paralympischen Spielen in unserem Land. Wir haben für die Spiele 2024 oder möglicherweise 2028 mit Hamburg und Berlin, Berlin oder Hamburg, zwei richtig gute deutsche Bewerberstädte. Und ungeachtet der noch ausstehenden Entscheidung des deutschen Sports, der in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des DOSBs am 21. März in der Paulskirche in Frankfurt sich für eine der beiden Städte aussprechen wird, steht jetzt bereits fest, dass wir die deutsche Bewerbung Berlin oder Hamburg, Hamburg oder Berlin unterstützen wollen. Ich möchte zwei Vorteile der deutschen Bewerberstädte bzw. zwei Vorzüge, die unser Land für die Bewerbung der Olympischen Spiele und Paralympischen Spiele besonders hervorheben. Da wäre einmal, das haben wir heute schon mehrfach gehört, Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für die Paralympics. Die sind mit fast 800.000 Schülern nicht nur die größten Schulsportwettbewerbe weltweit, sondern auch eine mögliche Talentschmiede für Olympia und Paralympics. Die Finalwettkämpfe der Schulen bieten gute Chancen, junge Talente zu entdecken und stellen eindeutig einen Pluspunkt der deutschen Bewerbung dar. Und da wäre natürlich auch unser Anti-Doping-Gesetzentwurf, den die Koalition auf den Weg gebracht hat. Der von Thomas de Maizière und Heiko Maas vorgelegte Entwurf bietet die gesetzliche Grundlage im Kampf gegen Doping im Sport für einen fairen Sport, für den übrigens, das muss mal hier an dieser Stelle genannt werden, die SPD-Bundestagsfraktion seit Jahren schon gestritten hat. Mit dem Gesetz unterstützen wir die vielen Athletinnen und Athleten, die einen ehrlichen Wettkampf führen, und damit schützen wir die Integrität des sportlichen Wettbewerbs und kämpfen für einen fairen und sauberen Sport gegen Doping und gegen Manipulation. Ein nationales Anti-Doping-Gesetz ist ein weiterer Vorteil und ein Alleinstellungsmerkmal bei der deutschen Bewerbung um Olympische Spiele. Unsere Initiative für ein Anti-Doping-Gesetz zeigt, wie wichtig uns in Deutschland ein fairer und sauberer Sport ist und wie wichtig es eben auch für faire und saubere Sportveranstaltungen oder Wettbewerbe ist. Ich möchte nicht versäumen, an dieser Stelle auch die Ausrichtung von Olympischen und Paralympischen Spielen in Deutschland hervorzuheben. Aus Sicht der Athletinnen und der Athleten ist es das Größte, das eigene Land bei der prominentesten Sportveranstaltung, den Olympischen Spielen, zu vertreten. Es ist oftmals die Erfüllung eines lebenslangen Traums für Schweiß, mit dem man mit Schweiß und Tränen wirklich arbeiten muss. Der bundesweite Nutzen von gelungenen Olympischen und Paralympischen Spielen besteht meiner Meinung nach in erster Linie in der positiven Außenwirkung. Wir erinnern uns alle, Stichwort Sommermärchen 2006, die Deutschen waren kollektiv in Jubelstimmung. Wir hatten eine wunderbare Gemeinschaft, es war einfach großartig. Aber auch unser Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr und diesem überzeugenden Fairplay hat das Bild der Deutschen in der Öffentlichkeit, in der Weltöffentlichkeit, ich denke, nachhaltig verändert. Darüber hinaus erfahren Sportvereine gerade in den Austragungsländern regen Zulauf, und zwar in allen Altersklassen, und jeder in unserem Land hat auch etwas von Sportgroßveranstaltungen. Sei es der besondere Spirit von Olympischen Spielen oder die einfach ansteckende Begeisterung der Menschen oder einfach nur die vermehrte Sanierung von Sportstätten. Das ist gut für dich und für mich, für uns alle und eben auch für unsere Vereine. Und aus den genannten Gründen ist es auch nur konsequent, dass die Bundesregierung auch künftig deutsche Bewerbungen befürwortet. Das stärkt den Standort Deutschland als Sportnation und auch ein bisschen als Wirtschaftsnation. Zusammen mit dem organisierten Sport will sich die Bundesregierung für faire und nachhaltige Standards bei der Vergabe von internationalen Sportgroßveranstaltungen einsetzen. Dazu will ich eine grundlegende Anmerkung machen, die trivial scheinen mag, aber zentral für das Verständnis ist. Das Problem von Vergabe von internationalen Sportgroßveranstaltungen, wie wir es in Sotschi oder aktuell Katar erleben, die es eben nicht so genau nehmen mit den Menschenrechten, mit fairer Arbeit und mit Umweltschutz, ist eben ein internationales. Unsere politische Handlungskompetenz beschränkt sich jedoch logischerweise nur auf Deutschland. Also vereinfacht gesagt, internationale Problemlage und nationale Handlungsmacht. Nun könnte man dann Schluss ziehen, dass zum Beispiel eine internationale Initiative wie die aktuelle Reformagenda 2020 des IOCs das Problem bei der Vergabe internationaler Sportgroßveranstaltungen lösen könnte.
Das ist wohl ein erster und wichtiger Schritt, diese Reform, für die Glaubwürdigkeit des organisierten Sports. Ich glaube aber fest daran, dass auch eine wirkungsvolle nationale Strategie eine positive Wirkung entfalten kann. Ein gutes Konzept für eine nachhaltige Veranstaltung kann ein Vorbild sein, dem andere Staaten folgen, genauso wie eine transparente und nachvollziehbare Bewerbung für eine Sportgroßveranstaltung. Die Nutzung zum Beispiel bei unseren hoffentlich erfolgreichen, und ich bin ganz fest überzeugt, dass sie erfolgreich sein wird, deutsche Bewerbung ist natürlich die vorhandene Infrastruktur auszunutzen. Das ist ein gutes Mittel, aber auch der mögliche Neubau von Sportstätten und Wohnquartieren ist mindestens genauso wichtig. Und sie muss aber immer im sozialen Kontext stehen und der Gemeinschaft zur Verfügung stehen, unter der Prämisse sozialer Gerechtigkeit und Förderung des Sports für alle Bevölkerungsgruppen. Da ich sehe, dass meine Zeit abgelaufen ist, rutsche ich mal in mein Manuskript und sage einfach zum Schluss, deswegen finde ich es übrigens, dass es auch ganz wichtig ist, oder dass wir darauf hinweisen, dass nur demokratische Staaten wirklich ihnen möglich ist, Demokratie und Sport zusammenzubringen und vielleicht richtig gute Ausrichter zu sein. Und zum Schluss möchte ich sagen, ich drücke beiden Städten die Daumen, wie auch immer, wer es wird am 21. März. Sie sind beide gute Bewerber und für uns alle gesagt als Schlusssatz, auch wir im Sport müssen mal ein bisschen mehr Demokratie wagen und dann gucken wir, was dabei rauskommt. In diesem Sinne. Michaela Engelmeier war das für die SPD-Fraktion. Nach ihr jetzt Monika Lazar, Bündnis 90, die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Sportbericht bietet ja die schöne Gelegenheit, in der ganzen Breite einmal über die Sportpolitik zu reden, quasi vom Fußball bis zum Paddeln. Und Stichwort Fußball, dann sollte man aber auch bei den Diskussionen nicht immer so tun, als ob wir persönlich letzten Sommer in Jogis Truppe mittrainiert hätten. Freude ist schön, aber allzu viel ist dann auch zu dick aufgetragen. Ja, wir sind alle viel zu alt dafür, mitzutrainieren und mitzuspielen, jedenfalls in der Ja, so sieht's aus. Auf den 150 Seiten kommen ja verschiedene Aspekte mit aufs Papier, die nicht ständig im Rampenlicht stehen. Einen Abschnitt gibt es auch zum Thema Zivilgesellschaft, wo auch die Programme wie Zusammenhalt durch Teilhabe und auch Sport und Politik vereint gegen Rechtsextremismus aufgeführt werden. Da ist viel von Netzwerken, Dialog und von gegenseitiger Unterstützung die Rede. Das hört sich erstmal gut an. Fast könnte man meinen, in dem Berichtszeitraum wäre alles prima gelaufen. Wenn aber alle Akteure gerade im Bereich des Rechtsextremismus so viel unternommen haben, fragt man sich ja doch, wie es sein könnte, dass am 26. Oktober letzten Jahres fast 5000 Hooligans und Neonazis die Kölner Innenstadt fast auseinandernehmen konnten. Da war das Entsetzen groß. Dabei mahnen Szenekenner schon ganz lange, dass rechte Einstellungen beim einen Teil der Hooligans nicht zu unterschätzen sind. Selbst die zentrale Informationsstelle Sporteinsätze, die CIS, schätzte die Schnittmenge zwischen den Gewalttätern Sport und den bekannten Rechtsextremisten direkt vor den Kölner Krawallen auf nur 400 ein. Ich denke mal, dass da dringend Korrekturen nötig sind. Es waren übrigens auch Hooligans bei den Pegida- und Legida-Demonstrationen unterwegs. Mehrfach wurden in Dresden Hools von Dynamo Dresden gesehen. Und erst vor einer Woche dankte ein Redner auf der Legida-Kundgebung in Leipzig euphorisch den Hools für ihre Unterstützung. Das war wirklich absurd und die Reaktion erfolgte prompt. Jubel und Applaus von den Angesprochenen. So kann es also auf alle Fälle nicht weitergehen. Wir müssen uns auch in diesem sehr speziellen Fall Gedanken machen, wie wir uns dieser Thematik weiter annehmen. Eine Leerstelle leider im Bericht bildet die sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Sport. Weder gibt es ein eigenes Kapitel im Sportbericht, noch geben Sie dort, wo das Thema ab und zu mal zur Sprache kommt, Auskunft über gegenwärtige Planungen und Perspektiven. Stattdessen werden nur Altbekanntes aufgezählt, Neuigkeiten sind leider Fehlanzeige.
Erst in dieser Woche lief ein Beitrag in der WDR-Sendung Sport Insight. Hier wurde berichtet, dass allein in den letzten 2 Jahren 58 Kinder und Jugendliche in 300 Fällen Opfer sexualisierter Gewalt wurden. Und das sind ja nur die Zahlen, die durch Gerichtsurteile aktenkundig geworden sind. Wir wissen alle, der Sportverein ist ein sensibles Umfeld für junge Menschen und Trainerinnen und Trainer sind ja eine Vertrauensperson. Der Beauftragte gegen Kindesmissbrauch, Herr Röhrig, hat noch im November 2013 dringenden Handlungsbedarf auch bei diesem Thema im Sport festgestellt. Ich hätte mir gewünscht, wenn dieser Bereich sozusagen auch noch im Sportbericht Niederschlag gefunden hätte und auch dem Wunsch vom Herrn Röhrig dadurch mit Handlungsempfehlung gegeben worden. Zum Thema Doping möchte ich noch eine Lösung für die Opfer des DDR-Dopings anmahnen. Wir wissen ja alle, das Thema beschäftigt uns schon seit vielen Jahren und auch wir Grüne machen da regelmäßig Vorschläge. Es ist gut, dass sich alle Fraktionen weiterhin um eine Lösung bemühen und dass wir uns bald im Sportausschuss intern erstmal mit den Vorschlägen, die jetzt von der aktuellen Bundesregierung auf dem Tisch liegen, befassen werden. Mein persönlicher und der von meiner Fraktion wäre, dass wir in diesem Jahr, dem 25. Jahr der Wiedervereinigung, zu einer Entschädigungsleistung für die damals minderjährigen Opfer des Zwangsdopings in der DDR kommen würden. Vielleicht bekommen wir es ja hin. Aber in der DDR gab es doch spezielle Fälle. Herr Hahn, das wissen Sie mindestens genauso gut wie ich. Insgesamt hinterlässt der Sportbericht deshalb für mich doch eher einen Fadenbeigeschmack. Beim letzten Mal wurde schon beschlossen, dass es einen Ausblick im Sportbericht geben soll. Aber statt tragfähiger Konzepte, wie Kollege Ginger vorhin angesprochen hat, findet sich meiner Meinung nach eher Andeutungen, Ankündigungen und Ausflüchte. Wir warten auch noch auf den großen Wurf des Innenministers zu einer Reform der Spitzensportförderung. Sie haben ja heute wieder angekündigt, dass es jetzt langsam losgeht. Das ist gut und bis nächstes Jahr 2016 sollen dann auch die Konzepte auf dem Tisch liegen. Wir sind schon sehr gespannt darauf und erwarten selbstverständlich, dass Sie uns auch im Sportausschuss da eng mit einbeziehen, weil in den groben Linien sind wir uns ja in vielen Fällen einig. Deshalb wäre es gut, wenn das Parlament da auch mit einbezogen werden könnte. Und ansonsten sind wir ja auch gehalten, da vielleicht noch mal eine Ausschussanhörung zu machen. Aber es wäre gut, wenn wir da, sage ich mal, gemeinsam an einem Strang ziehen, weil das ist uns allen wichtig genug, dass wir da wirklich gute Dinge hinbekommen, weil sowas macht man ja nicht alle Jahre. In diesem Sinne schauen wir mal, was passiert. Und die Grünen werden das auf alle Fälle auch in der Sportpolitik weiterhin kritisch begleiten. Soweit Monika Lazar, Bündnis 90 Die Grünen. Nach ihr jetzt Johannes Steiniger für die CDU-CSU-Fraktion. Im Deutschen Bundestag erteile ich das Wort dem Kollegen Johannes Steiniger, CDU-CSU-Fraktion. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin Lazar, also zu alt zum Trainieren bin ich nicht. Allerdings gebe ich durchaus zu, dass es nur zur Bezirksliga reicht. Aber zurück zum Sport, zum Spitzensport, womit wir uns hier beschäftigen. Der Hochleistungssport ist die Marketingabteilung für den gesamten Sport in Deutschland. Lassen Sie mich das kurz erläutern. Wenn wir auf den Sommer 2014 und auf den WM-Titel zurückblicken, so ist uns die Faszination für den Fußball heute noch präsent. Was das für die Vereine vor Ort und den Nachwuchs bedeutet, ist schnell beschrieben. Als langjähriger Jugendtrainer meines Heimatvereins Rot-Weiß-Seebach weiß ich, dass die Kindermannschaften und Jugendmannschaften immer dann eben einen guten Zulauf hatten, wenn die Nationalelf stark war. Und genauso verhält es sich eben nicht nur im Fußball, sondern in vielen anderen Sportarten auch. Überall dort, wo erfolgreiche Spitzensportler Vorbilder sind. Im Übrigen gilt umgekehrt das gleiche Prinzip. Die beste Basis für den Spitzensport ist eine große Basis im Breitensport. Die Kinder und Jugendlichen, die heute begeistert trainieren können, wenn auch nicht alle, die Weltmeister von morgen sein. Ein guter Grund also, meine Damen und Herren, dass wir heute den 13. Sportbericht der Bundesregierung diskutieren. Dabei lässt sich festhalten, die Sportwelt hat sich seit dem ersten Sportbericht vor 44 Jahren stark verändert. Schneller, höher, weiter ist die Devise und man kann sagen, die internationale Konkurrenz ist dabei größer geworden.
Festzuhalten ist aber auch bei allen Herausforderungen, die der Minister beschrieben hat, die Sportnation Deutschland steht insgesamt gut da. Und vor allem im Berichtszeitraum der vergangenen 4 Jahre hat die Bundesregierung viel für den Sport im Land getan. Basis war, bleibt und ist die positive Strahlkraft des Sports, besonders auf junge Menschen. In welche Richtung die Reise jetzt geht, hängt daher ganz wesentlich an der Weichenstellung bei der Talentförderung. Der aktuelle Sportbericht der Bundesregierung zeigt, das System der deutschen Olympiastützpunkte ist vorbildlich. Der Bund engagiert sich aus diesem Grund an den Olympiastützpunkten in Form der bewährten Trainermischfinanzierung. Derzeit werden auf diese Weise 176 Trainerstellen finanziert. Genauso wichtig sind die bundesweit 41 Eliteschulen des Sports. Hier werden rund 11.500 Talente ausgebildet und betreut. Sie bilden ein solides Fundament für den Spitzensport. Dabei ist klar, Leistungssportler brauchen eine klare und sichere Perspektive, im Übrigen auch über ihre aktive Laufbahn hinaus. Zentral ist dabei die Möglichkeit der dualen Karriere, die der Bund bei Polizei, Zoll und Bundeswehr bietet. Das gilt es weiter zu sichern. Aber gerade bei den Nachwuchstalenten ist das Zusammenspiel von Ausbildung und Leistungssport entscheidend für die Karriere und außerordentliche Leistung. Denn die jungen Sportler müssen ja sowohl die Hürden in der Schule als auch diejenigen im Sport nehmen. An dieser Stelle leisten die Laufbahnberater an den Olympiastützpunkten eine hervorragende Arbeit, um Schule und Spitzensport miteinander zu vereinbaren. Das alles trägt Früchte. Bei Olympia 2012 in London waren über 100 nominierte Sportler Absolventen einer Eliteschule des Sports. Das sind fast 30%. Neben dem Blick auf den Nachwuchs müssen wir als Sportpolitiker vor allem aber auch die Potenziale, Trends und Entwicklungen im Sport im Fokus haben. Genau mit diesen Chancen beschäftigt sich die Sportwissenschaft. Wenn wir sehen, dass der aktuelle Sportbericht sich allein auf über 20 Seiten mit Sportwissenschaft befasst, dann wird direkt deutlich, was hier für den Sport drinsteckt. Lassen Sie mich beispielhaft zwei Institute nennen, die im wissenschaftlichen Verbundsystem Leistungssport eng verzahnt miteinander arbeiten. Das Institut für angewandte Trainingswissenschaften IAT in Leipzig und das für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten FES in Berlin. Das IAT entwickelt für Athletinnen und Athleten präzise abgestimmte Trainingsmethoden. Diese Optimierung des Trainings ist für die Sportler von sehr großem Wert, aber ebenso komplex. Sportartspezifisch bedarf es nämlich einer ganzheitlichen Analyse des individuellen Belastungs- und Trainingsniveaus. 2013 konnten beim IAT erstmals über 1.000 solcher spezieller Komplexuntersuchungen durchgeführt werden. Das IAT erhält nach den Haushaltsaufwüchsen jetzt jährlich rund 7 Millionen Euro Förderung aus dem Haushalt des BMI. Wir entwickeln mit dem FES in materialabhängigen Sportarten innovative Sportgeräte, um den Athleten einen Materialvorteil zu verschaffen. Ich habe vorhin erwähnt, dass die weltweite Konkurrenz immer größer wird. Da kann genau dieser Materialvorteil die nötigen Zehntel oder Hundertstel für die Goldmedaille bringen. Es war deshalb eine nachhaltige Entscheidung, dass FES im aktuellen Haushalt mit knapp 5 Millionen Euro und einem Budgetaufwuchs von 1,4 Millionen auszustatten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland gilt als Land der Ingenieure. Wir sind Weltmeister bei Patenten und Innovation. Es ist daher richtig und gut, dass auch unsere Athletinnen und Athleten von dem jeweils neuesten Stand der Technik profitieren. Und das tun sie auch. Die Hälfte der 44 in London gewonnenen Medaillen konnte mit Unterstützung von FES-Technologie errungen werden. Nach dem enttäuschenden Abschneiden der Bobpiloten in Sotschi, auch das wurde heute erwähnt, gab es auch Kritik. Die Ursachen wurden gefunden und im Übrigen auch bei uns im Sportausschuss ehrlich analysiert. Am vergangenen Sonntag nun, bei der EM in La Plagne, holte der Zweier Bob Gold und der Vierer Bronze. Wir sehen also auch, die Tendenz ist wieder klar steigend. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den vergangenen Jahren eine stolze Bilanz von großen Sportveranstaltungen im eigenen Land vorzuweisen. Von der WM im Rennrodeln in Altenberg bis zum Kanu-Rennsport in Duisburg. Wir haben immer wieder eindrucksvoll gezeigt, dass wir Sportnation sind. Mit erfolgreichen Athleten und einem großartigen Publikum ist für mich eines klar. Wir können Olympia.
Viele stellen an ein solches sportliches Mega-Event zu Recht Anforderungen in puncto Nachhaltigkeit und Transparenz. Das Ende vom Lied kann aber nicht sein, dass wir keine Olympischen Spiele mehr in Europa haben und diese im Gegenteil nur noch dort stattfinden, wo wir tatsächlich ein großes Fragezeichen hinter Nachhaltigkeit und Transparenz setzen müssen. Daher kann ich es kaum nachvollziehen, dass wenige, wenn auch sehr aggressiv, sowohl in Hamburg als auch in Berlin, die Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele torpedieren. Eingangs habe ich von der großen positiven Kraft des Sports gesprochen, Frau Kühners, besonders für junge Menschen. Aus diesem Grund brauchen wir die Olympischen Spiele in Deutschland. Der Minister hat vorhin darauf hingewiesen, dass wir dafür auch Begeisterung wecken können. Und gerade die Talente sind doch die richtigen Adressaten dieser Begeisterung. Die Talente, die heute in den Nachwuchskadern trainieren, werden diejenigen sein, die 2024 im eigenen Land um die Medaillen kämpfen. Was für eine tolle Perspektive, was für ein toller Ansporn für junge Sportler. Lassen Sie uns, meine Damen und Herren, deshalb gemeinsam werben, um die Sommerspiele 2024 nach Deutschland zu holen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lieber Herr Kollege Steininger, im Namen des ganzen Hauses gratuliere ich Ihnen zu Ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag und hoffe, dass noch viele muntere und interessante Reden darauf folgen werden. Soweit Johannes Steininger für die CDU-CSU-Fraktion. Die Glückwünsche von Bundestagsvizepräsident Peter Hinze für seine erste Rede hier im Hohen Hause. Weiter geht es jetzt in der Debatte. Nächste Rednerin ist Janine Flugrath für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen. Sport war und ist immer mehr ein wichtiger Bestandteil unseres gemeinschaftlichen Lebens. Wer Sport treibt, lernt, die Spielregeln zu akzeptieren, zu tolerieren und mit Siegen und Niederlagen umzugehen. Wer sich sportlich in einem Verein betätigt, lernt den Umgang mit seinen Sportkameraden und somit auch den Umgang innerhalb unserer Gesellschaft. Gerade in der heutigen Zeit, einer Zeit voller Veränderungen, voller Orientierungsprobleme und Schnelllebigkeit, sind Sport sowie Sportvereine wichtige Stabilisatoren und ein Garant für Kameradschaft und Geselligkeit. Ehrenamtliches Engagement, meine Damen und Herren, sind das Fundament eines jeden Vereines und im Grunde das Fundament unserer funktionierenden Gesellschaft. Sportvereine können den Bewegungsdrang aller Menschen in jeder Zielgruppe ergänzen und sind darüber hinaus auch ein gesellschaftlicher Anlaufpunkt für die soziale Integration. Jedem Menschen sollte daher ein freier Zugang zu allen sportlichen Angeboten geschaffen werden. Vor ganz anderen Herausforderungen stehen Leistungs-, also Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die aus ihrem Beruf kaum finanziellen Gewinn erzielen können. Sie erreichen zwar Spitzenplätze bei hochkarätigen Veranstaltungen, aber können den dazugehörigen finanziellen Aufwand nicht ausgleichen. Diese Sportlerinnen und Sportler stehen häufig vor der Entscheidung, ihre sportliche Karriere abzubrechen oder sie im besseren Fall mit einer beruflichen Karriere zu verbinden, um zusätzlich Möglichkeiten zu erreichen, nach Karriereende auf eigenen Füßen zu stehen. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen sicher, ich rede hier nicht von Fußball und Tennis, sondern eher von Leichtathletik, Kanu-Rennsport oder Eisschnelllauf. Deshalb darf es nicht sein, dass sich Sportler zwischen beiden Karrierewegen entscheiden müssen, sondern es muss vielmehr die Option bestehen, beides optimal und zielgerichtet erfolgreich zu verknüpfen. Das Ziel im Leistungssport, erfolgreich zu sein, macht intensives Training und Wettkämpfe im In- und Ausland notwendig. An dieser Stelle möchte ich einen kleinen, aber sehr eindringlichen Gruß an die Verantwortlichen im Innenministerium senden, die es im Rahmen der vergangenen Haushaltsplanung versucht haben, die finanziellen Mittel für die Projekte Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics zu kürzen. Das, meine Damen und Herren, sind genau die Leute, die einen Wettkampf vor dem Fernseher verfolgen und über einen nur fünften oder sechsten Platz meckern, ohne jeglichen Fachverstand für den Leistungssport. Wer so etwas versucht, hat nicht die geringste Ahnung von den Belastungen und Entbehrungen angehender Spitzensportler und die Notwendigkeit, sie über solche Projekte zu motivieren. Gerade dieses Projekt ist ein Projekt für die Breite und ohne Breite keine Spitze. Das haben Sie, Herr Minister, jetzt ist er leider weg, vorhin in der Rede gesagt. Also bitte versuchen Sie dies nicht noch einmal. Wir hier passen nämlich auf. Es müssen geeignete Rahmenbedingungen für duale Laufbahnen geschaffen werden, die unbedingt über die Maßnahmen des Bundes hinausgehen. Ich meine hier angemessene rechtliche und finanzielle Rahmen
und einen maßgeschneiderten Ansatz, der den verschiedenen Sportarten Rechnung trägt. Zwar fördert der Bund via Bundeswehr, Bundespolizei und Zoll zweite Karrierewege deutsche Sportler, aber wir müssen auch an diejenigen denken, die sich keine Zukunft bei Bundesbehörden vorstellen können. Wir sollten zusammen mit Unternehmern Programme und Initiativen erarbeiten, die es den Sportlern in Deutschland ermöglichen, Sport und Beruf oder Ausbildung gleichsam zu absolvieren. Teilzeitstudiengänge oder Teilzeitarbeit sind gute Beispiele. Ausbildungszeiten könnten verlängert werden oder das Alter bei der Erstausbildung für diese Fälle könnte herangehoben werden. Vielleicht empfiehlt sich aber auch die zusätzliche Einführung eines runden Tisches, um spezielle Programme und Projekte so sportlernah wie möglich zu entwickeln und die Umsetzung beider Laufbahnen effektiv zu steuern. Ich auf jeden Fall wäre dabei. Die Deutsche Sporthilfe leistet mit ihren 5 privaten Förderern einen bedeutenden und überaus wertvollen Beitrag bei der finanziellen Unterstützung unserer Athletinnen und Athleten. Das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich betonen. 3.800 deutsche Sportlerinnen und Sportler werden in über 50 Sportarten mit ca. 12,5 Millionen Euro jährlich finanziell sowie beratend gefördert. Und das ausschließlich ohne Bundesmittel, sondern über Spenden und Wirtschaftskooperationen. Jetzt zu uns Amateuren, so nenne ich uns mal hier im Haus. Ein Großteil des Sports, auch als Nicht-Leistungssportler, treiben wir in der freien Natur. Ich möchte niemandem zu nahe treten, ich gehe nur von mir persönlich aus. Wir gehen spazieren, laufen, wandern, wir paddeln, schwimmen, fahren jetzt im Winter Ski oder. Die Umwelt ist dabei für den Sport nicht nur Ressource, sondern vor allem Partner. Ein umweltbewusster Sport begründet sich in dem rationalen Interesse an einer nachhaltigen Nutzbarkeit des Raumes für das Sporttreiben. Ein umweltbedachter Sport begründet sich zudem auch in der Idee von gegenseitiger Achtung und Fairplay als Werte zwischen Sportlern sowie der eigenen Person in dessen Lebenswelt. Damit man einander im Sport begegnen kann, bedarf es eines nachhaltigen Gleichgewichts zwischen Nutzung und Schutz von Natur und Umwelt. In diesem Sinne werden schon seit langem zahlreiche Anstrengungen durch die Bundesregierung in Kooperation mit den Sportverbänden, den Vereinen, den Sporttreibenden unternommen. Diese Anstrengung heißt es, weiter zu unterstützen und voranzubringen. Mit verschiedenen Leitprojekten wird der organisierte Sport in Kooperation mit den zuständigen Ministerien sowie weiteren wichtigen Partnern schon jetzt in vielen Bereichen seiner Verantwortung gerecht. Der organisierte Sport in Deutschland setzt mit seinen Programmen zu Umwelt- und Klimaschutz und mit seinem Engagement zu internationalen Sportgroßveranstaltungen zukunftsweisende Maßstäbe, um einen Sport im Einklang mit der Natur zu ermöglichen. Dies wurde insbesondere bei der Bewerbung Münchens um die Austragung der Olympischen Spiele und der Olympischen Paralympischen Winterspiele 2018 mit dem umfangreichen Umwelt- und Nachhaltigkeitskonzept deutlich. Sportorganisationen sind beim Umwelt- und Klimaschutz auf die Unterstützung und die aktive Begleitung durch die Politik angewiesen. Eine nachhaltige Sportentwicklung in Deutschland kann nur zusammen mit allen Beteiligten gemeinsam verfolgt werden. Eine dem Grundsatz der Wahrung des Naturerbes folgende Sportpolitik unterstützt den organisierten Sport auch künftig kraftvoll bei den gemeinsamen Herausforderungen, um den Klima- und Umweltschutz im und durch den Sport weiter voranzubringen. Sportfrei. Nächster Rednerin erteile ich das Wort, der Abgeordnete Gudrun Zollner, CDU-CSU. Janine Flugrath war das für die SPD. Nächste Rednerin, Gudrun Zollner, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Deutschland bewegt sich. Diesen Trailer kennen wir wahrscheinlich alle und jeder von uns ist hoffentlich in einem Sportverein Mitglied. Sport ist zentraler Bestandteil des sozialen Lebens und Bindeglied der Gesellschaft. Er inkludiert, integriert und induziert. Er eint die Nationen und verbindet Menschen, ohne dass es eine Sprache braucht. Mehr noch, Sport ist für mich auch ein Synonym für Frieden und Völkerverständigung. Ich spreche heute nicht nur als Sportpolitikerin, sondern auch als Familienpolitikerin zu Ihnen. Viele Projekte, die im vorliegenden Sportbericht der Bundesregierung aufgelistet sind, beziehen sich auf Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Und auf diese
Bereiche möchte ich besonders eingehen. Generationenübergreifend einander begegnen, gemeinsam aktiv sein, das ist Familiensport. Um die Weiterentwicklung von Familienfreundlichkeit im Sport bundesweit voranzubringen, hat das Bundesfamilienministerium zusammen mit dem DOSB 2011 und 2012 das Modellprojekt Sport bewegt Familien, Familien bewegen den Sport durchgeführt. Durch die gemeinsamen sportlichen Aktivitäten und die dadurch miteinander verbrachte Zeit wurde der Zusammenhalt in den Familien gestärkt, ein Erlebnis für alle. Für unsere Kinder ist Sport für die körperliche, kognitive, emotionale und soziale Entwicklung unerlässlich. Als Einzel- oder Mannschaftssport vermittelt er Kompetenzen, die das Internet ohne eine PlayStation nie erreichen können. Laut der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland sind 28% der 3- bis 17-jährigen Kinder und Jugendlichen täglich eine Stunde körperlich aktiv. Das heißt im Umkehrschluss, dass 72% die Empfehlung der WHO nach Alltagsaktivität oder sportlicher Aktivität nicht erreichen. Im Vorschulalter verfolgen noch die Hälfte der Kinder die WHO-Empfehlung. Im Jugendalter zwischen 14 und 17 Jahren sind es nur noch 12%. Das sollte für uns alle ein Alarmzeichen sein. Der vorliegende Sportbericht zeigt viele Möglichkeiten auf, um diesem Trend entgegenzuwirken. Auch in der zweiten Lebenshälfte ist Sport mit seinen vielfältigen Angeboten ein wichtiger Bestandteil zur Aufrechterhaltung der körperlichen, aber auch geistigen Leistungsfähigkeit. Er ist eine wichtige Gesundheitsvorsorge. Der Seniorensport sichert eine längere Mobilität für eine selbstständige Lebensführung und hilft, die Lebensqualität im Alter zu erhalten und zu fördern. Der vorliegende Bericht zeigt viele Anregungen für die sogenannte Generation 50 plus auf, zur Nachahmung sehr zu empfehlen. Ein für mich sehr wichtiger Punkt im Sportbericht ist der Abschnitt Frauen und Mädchen im Sport. Die Aktion Gewalt gegen Frauen, nicht mit uns, wurde zusammen mit den Kampfsportverbänden im DOSB durchgeführt. Gewaltprävention ist unerlässlich und kann Frauen und Mädchen wirkungsvoll gegenüber möglichen Übergriffen schützen. Hier setzt auch das bundesweit eingerichtete Telefon Gewalt gegen Frauen an, um einen niedrigschwelligen Zugang für eine erste Anlauf- und Kontaktstelle zu garantieren. Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern. Kommt Ihnen dieser Satz bekannt vor? Passend zur derzeitigen Debatte um die Frauenquote findet man auf Seite 103 des Sportberichts Frauen an die Spitze. Dieses Projekt fördert gezielt das zivilgesellschaftliche Engagement von Frauen, um ihnen Weg in die Führungsgremien des Sports zu ebnen. Aber keine Angst, es wird keine 30%-Quote eingeführt und gefordert. Aber was wäre unser Sport ohne die vielen Millionen Ehrenamtlichen, denen ich an dieser Stelle ein großes Dankeschön zurufen möchte? Mit der nationalen Engagementstrategie reagiert die Bundesregierung auf die wachsende Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland. Mit der Initiative Junges Engagement im Sport wurden unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion oder Kultur chancengerechte Zugänge zum Engagement im Sport eröffnet. Neue Formen wurden erprobt, um verstärkt auch junge Menschen in besonderen Lebenslagen Wege aufzuzeigen, sich in Strukturen der Zivilgesellschaft zu integrieren, gerade im Hinblick auf die aktuelle Debatte zum Ehrenamt und zum Mindestlohn. Müssen wir aber darauf achten, den freiwilligen Einsatz nicht durch Überbürokratisierung und zusätzlichen Dokumentationspflichten zu ersticken.
Eine Ausnahme vom Mindestlohn für als gemeinnützig anerkannten Vereinen würde ich deshalb sehr begrüßen. Auch für eine Vereinfachung zur Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses setze ich mich ein. Eine zentrale Abfragemöglichkeit beim Bundeszentralregister könnte die Kommunen enorm entlasten. Wir müssen den ehrenamtlich dankbar sein für die vielen tausenden Stunden, die sie in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl einbringen. Der Bund nimmt seine Verantwortung aber nicht nur national wahr, er engagiert sich auch gezielt in der Entwicklungszusammenarbeit. Auf Initiative unseres Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dr. Gerd Müller, werden unter anderem Kinder und Jugendliche unterstützt, deren Leben von Armut, Unsicherheit und Angst geprägt ist. Besonders Mädchen sollen neue Lebensperspektiven entwickeln können. Aufbauend auf den Fußballsport werden gewaltfreie Räume für sie geschaffen. Ein besonderes Augenmerk des BMZ liegt aktuell auf der Initiative Mehr Platz für Sport, 1000 Chancen für Afrika. Als Wohlstandsland sehe ich uns hier in der Pflicht, dabei zu helfen, Life Skills zu vermitteln. Das Scheitern der Bewerbung meiner Landeshauptstadt München gemeinsam mit der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen im Landkreis Berchtesgadener Land um die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2018 habe ich persönlich sehr bedauert. Den Ausgang der Bürgerentscheide für die weitere Bewerbung für 2022 müssen wir akzeptieren. Ich sehe es allerdings als verpasste Chance, der Welt zu zeigen, dass Olympische Spiele auch im Einklang mit der Natur veranstaltet werden können, nämlich nachhaltig und ohne überbordenden Pomp. Ich durfte als Kind die Sommerspiele 1972 miterleben, ein für mich immer noch beeindruckendes Erlebnis. Auch heute ist das Olympiastadion ein einzigartiges Wahrzeichen von München, das von Menschen als Erholungs- und Eventort Sommer wie Winter gerne genutzt wird. Apropos Eventort, die Redezeit. Letzter Satz. Gerade vor dem Hintergrund des aktuellen Weltgeschehens möchte ich meine Rede mit dem olympischen Gedanken beenden. Mit der Friedensbotschaft und dem Aufruf zur Waffenruhe. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gudrun Zollner war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nach ihr jetzt Matthias Schmidt, SPD. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren auf den Zuschauertribünen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man in so einer Debatte als 12. von 13. Redner dran ist, dann ist es wahrlich eine sportliche Herausforderung, jetzt noch Punkte zu finden, die noch niemand erwähnt hat. Ich will mich dem trotzdem gerne stellen. Genau, Kollege Grindel hat als 13. Redner zum 13. Sportbericht natürlich den Vorteil, dass er sagen kann, es ist ein Glück, dass heute nicht Freitag der 13. ist, sondern Freitag der 6. Den haben wir erst nächste Woche, Herr Grindel. Ich habe trotzdem eine Sache gefunden, die mir sehr am Herzen liegt, die ich gerne sagen möchte. Ich möchte nämlich Herr Kollege Grings der Sportabteilung herzlich danken. Die ist momentan in einer schwierigen Situation, kurz vor dem Umzug nach Berlin, was für alle persönlich sehr schwierig ist. Und denen ist es trotzdem gelungen, sehr sauber, sehr sachlich einen umfassenden 13. Sportbericht zu erstellen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie den Dank aller Fraktionen an die Sportabteilung in diesem Sinne weitergeben würden. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet, im Sportbericht ist wirklich alles drin. Ich gehe davon aus, einige von Ihnen sind auch Mitglieder in Sportvereinen, sind aktive Sportler, manche vielleicht sogar im Vorstand oder an anderer Stelle ehrenamtlich tätig. Wenn Sie mal für den Überbau etwas brauchen, ein Blick in den Sportbericht der Bundesregierung lohnt immer. Es ist alles drin. Bis auf die Selbstkritik. Sehr gut. Kollegen sind sehr erfinderisch heute. Ich möchte etwas sagen zur Weltsportministerkonferenz, möchte den Gedanken aufgreifen, den die Kollegen Mutlu und Ginger selbst auch schon aufgegriffen hatten.
Die Bundesregierung scheint mit den Ergebnissen der Weltsportministerkonferenz sehr, sehr zufrieden zu sein. Die Weltsportministerkonferenz findet sich in diesem Bericht an 12 verschiedenen Stellen. Und ich denke, die Bundesregierung kann auch zu Recht damit zufrieden sein mit den Ergebnissen, die sich am Ende in der Berliner Erklärung in 19 Punkten finden. Ich möchte trotzdem auf einen Punkt hinweisen, der sich in der letzten Sportausschusssitzung abgespielt hat. Wir hatten die Gewinner der Sterne des Sports in der Sportausschusssitzung und gewonnen hat ein Fußballverein, Bananenflanke, zu Recht, der aus Regensburg, der eine Fußballliga für Kinder mit geistiger Behinderung organisiert. Und ein Vater hat dann die Frage an uns im Sportausschuss gestellt, er hätte es eigentlich sehr viel lieber gesehen, wenn sein Sohn hätte in einen inklusiven Sportverein gehen können und was wir dafür tun. Und Herr Krings, der Sportabteilungsleiter Böhm, hat geantwortet mit der Weltsportministerkonferenz. Er hat völlig richtig geantwortet, das stimmt schon. Aber in den Augen des Vaters konnten Sie sehen, wie weit die Sportpolitik von der Realität entfernt ist. Und manchmal ist das so, und das richtet sich an uns alle, nicht nur an die Bundesregierung, schon gar nicht an den Abteilungsleiter. Es richtet sich an uns alle, dass wir immer daran denken, die Sportpolitik eben für die Vereine, für die Menschen in unserem Land, die Sport treiben, zu machen. Ein zweites Beispiel, das in die gleiche Kerbe schlägt, haben wir als Sportausschuss vorgestern in Brüssel gesehen. Als wir dort mit dem Sportkommissar gesprochen haben und mit den EU-Parlamentariern, die sehr das Programm Erasmus Plus gelobt haben, mit einer Förderung von 265 Millionen für die nächsten 7 Jahre, sehr groß. Und es ist annonciert als ein Programm, was den Vereinen und dem Ehrenamt helfen soll. Aber die Hürden sind in der Tat so hoch, dass es für die Vereine extrem schwer ist, da alleine überhaupt ranzukommen. Also auch das ein Beispiel, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir die Politik hier für die Menschen im Land machen und dass wir uns darauf dann reduzieren. Und natürlich gibt es auch sehr, sehr gute Beispiele, wo die Sportpolitik das macht. Das ist für mich ausdrücklich im Bereich des Sports von Menschen mit Behinderungen. Dort finde ich, ist jeder Euro, den wir als Haushaltsgesetzgeber investieren, gut investiert. Es sind Menschen, die dort Sport treiben, die eben nicht nur sportliche Vorbilder sind, sondern auch menschliche Vorbilder. Und ich finde, da können wir nicht genug tun. Der Pierre de Coubertin, der Gründer der Olympischen Spiele der Neuzeit, ich wage die Prognose, er würde heute bei den Paralympics auf der Tribüne sitzen, weil dort die Werte, die er seinerzeit für den Sport ausgerufen haben, vorbildlich gelebt werden. Und ich finde, diese Unterstützung müssen wir weiterführen. Diese Unterstützung schließt auch ausdrücklich das Ehrenamt mit ein. Im Bereich des Sports von Menschen mit Behinderung gibt es 4 Verbände, den Deutschen Behindertensportverband, den Gehörlosensportverband, den Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund und Special Olympics Deutschland, die von 2 männlichen und 2 weiblichen Präsidenten geleitet werden, Herr Beucher und Herr Wiencheck, Frau Reimann und Frau Krajewski, die alle hervorragende Arbeit machen, mit ihren Vorständen ehrenamtlich den Sport vorantreiben. Und dies ist die Stelle, Herr Krings, wo der Nebensatz zu Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics gestattet sein muss. Es war unglücklich, wie sich das Ministerium verhalten hat an dieser Stelle, in dem Versuch, das eine gegen das andere auszuspielen. Ich bin froh, dass wir als Haushaltsgesetzgeber 2-mal standhaft geblieben sind, Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics weiter fördern und auch den Deutschen Behindertensportverband. Das letzte Thema, was ich gerne aufrufen möchte, Kollege Tempel von den Linken hat es auch schon gestreift, ist das Thema Sport und Lärm. Es findet sich nur ein kleiner Absatz im Sportbericht auf Seite 130. Dort ist zitiert, Herr Krings, das übrigens sind Ihre Kollegen vom Umweltministerium für zuständig, das richtet sich gar nicht direkt an das Innenministerium. Dort ist zitiert, die Sportanlagenlärmverordnung, kurz SALVO. Schöner Name, kommt aus dem Lateinischen, hat auch was mit gesund zu tun. Und zu der SALVO schreiben die Autoren,
sie hätte sich grundsätzlich bewährt, weil es einen Ausgleich gibt zwischen Sport und anderen Interessen. Da habe ich den Eindruck, ist dem Autor etwas die Feder ausgerutscht, denn wir alle in unseren Wahlkreisen wissen, Sport und Lärm sind massive Probleme, die immer wieder aufeinandertreffen, und wir müssen da eine neue Lösung für finden. Wir haben im Sportausschuss darüber debattiert. Wir haben sehr gute Vorschläge, beispielsweise des Deutschen Städtetags, erhalten, der das ganz sauber aufgelistet hat. Muss es sonntags von 13 bis 15 Uhr noch eine Mittagspause geben? Ich meine, nein. Wie lange darf man Sport werktags abends treiben? Ich denke, bis 22 Uhr. Wie werden Altanlagen geschützt? Das ist ein Auftrag an uns alle hier im Parlament, im Jahr 2015 etwas zu bewegen. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir das gemeinsam mit der Bundesregierung angehen und für den Sport etwas tun. Vielen herzlichen Dank. Soweit Matthias Schmidt für die SPD. Nächster und letzter Redner in dieser Debatte zum Sportbericht der Bundesregierung ist jetzt Reinhard Grindel, CDU-CSU-Fraktion, nebenbei auch Mitglied im DFB-Präsidium. Immer wieder in den Reden erwähnt worden, und man muss daran erinnern, wenn man sagt, ohne gute Breite keine gute Spitze, dass eben in den Vereinen an der Basis die Nachwuchs- und Talentförderung stattfindet, die Weichen gestellt werden. Und das machen die Ehrenamtlichen. Und deswegen sage ich Ihnen, hören wir auf damit, und das ist ja auch die große Kritik, die wir aus den Vereinen hören, zum Beispiel im Sportentwicklungsbericht der Sporthochschule Köln, wo Vereine gefragt worden sind, was sind eure größten Risiken? Mit großem Abstand das größte Risiko für die Vereine, keine ehrenamtlichen Mitarbeiter mehr zu gewinnen. Warum? Weil sie unter der Last der Bürokratie ächzen. Also hören wir auf, die Vereine zusätzlich mit Bürokratie zu belasten. Lassen wir sie nicht allein im Dschungel des Steuerrechts, sonst werden wir Probleme haben, neue Menschen zu finden, die sich gerne fürs Ehrenamt engagieren. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bin ich dem Kollegen Pilger ausdrücklich dankbar, dass er als Rheinland-Pfälzer sicherlich nicht ohne Rücksprache mit einem prominenten Mitglied seiner Landesgruppe angedeutet hat, dass wir für den Sport in Zusammenhang mit dem Thema Mindestlohn eine Lösung finden. Denn wir reden hier nicht über Wirtschaftsunternehmen, wir reden über gemeinnützige Vereine, die gerade nicht die Aufgabe haben, Gewinne zu machen, sondern die alles investieren in den Sport, den wir helfen wollen. Und auch der Vertragsspieler ist nicht wie in einem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis unterworfen, sondern der Vertragsspieler ist mal gegründet worden, damit nicht ein Spieler etwa in einem Fußballverein in der Winterpause von einem zum anderen Verein einfach wechselt, oder dass auch Vereine die Chance haben, Talente, die in größere Vereine gehen, dafür zumindest eine Ausbildungsentschädigung zu bekommen. Insofern meine herzliche Bitte gerade auch an die Kollegen der Sozialdemokratie, dieses Thema pragmatisch zu betrachten und nicht ideologisch. Das Kernproblem ist, Herr Kollege Pilger hat das angesprochen, dass die Vereine eben gerade aus Gründen der einfacheren Handhabung eben diese Vertragsspieler bei den Minijobzentralen angemeldet haben, weil sie eben steuer- und sozialversicherungsrechtliche Leistungen tatsächlich auch abgeben und leisten wollen. Und insofern wäre es nicht gut, wenn wir mit einer bürokratischen Regelung gerade diese Bemühungen der Vereine, sich ehrlich zu machen und eben auch Steuer- und Sozialabgaben zu leisten, damit infrage stellen würden. Ich will nicht wieder zusätzliche Bürokratie, und ich will auch nicht wieder, dass Bargeld hinter der Umkleidebiene gegeben wird. Das müssen wir alle miteinander verhindern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist auch richtig, wenn der Kollege Schmidt das Thema Sport und Lärm angesprochen hat, das ganz große Thema, was zunimmt, sagt auch der Sportentwicklungsbericht, ist die Frage Vereinbarkeit von Schule und Verein. Die Ganztagsschulen, eine bildungspolitisch sicherlich gute Einrichtung, verengen die Möglichkeit für unsere Sportvereine zu trainieren mit den Kindern und Jugendlichen, verengen die Trainingszeiten. Und deswegen brauchen wir an dieser Stelle bessere Bedingungen. Und deswegen wandelt eben mancher Verein seinen Grandplatz in einen Kunstrasenplatz um. Und wenn der am Ende in der Konsequenz dann weniger Sport als vorher treiben müsste, weil plötzlich das eine Neuanlage ist und der Altanlagenbonus weggefallen ist, dann wäre das auch wieder zusätzliche Bürokratie und etwas, wo die Ehrenamtlichen sagen, meine Güte, was macht die Politik da? Lasst uns doch in Ruhe unser Training machen, wenn wir schon immer schwierige Rahmenbedingungen haben.
Und wenn wir Kinder für den Sport gewinnen wollen, dann sagt der Sportbericht völlig zu Recht, dienen erfolgreiche Athletinnen und Athleten als Vorbilder, denen man nacheifert und auf deren Integrität man vertraut. Der Sport hat eine große gesellschaftspolitische Bedeutung. Er hat eine große Integrationskraft, übrigens auch, wenn es jetzt um die Arbeit mit Flüchtlingskindern geht, die von zentraler Bedeutung ist. Und deswegen betont der Sportbericht, nur der saubere Sport vermag seine gesellschaftspolitisch wünschenswerte Wirkung zu entfalten und auf diese Weise die finanzielle Unterstützung des Sports durch die öffentliche Hand zu legitimieren. Gleichzeitig ist uns im Sportausschuss die Studie mit dem etwas sperrigen Titel Dysfunktionen des Spitzensports, Doping, Matchfixing und Gesundheitsgefährdungen aus Sicht von Athleten vorgestellt worden, in der nur 53,4% der befragten Athleten glasklar Nein zu Dopingmissbrauch sagten. 5,9% räumten die Einnahme von Dopingmitteln ein und 40% haben die Antwort auf eine entsprechende Frage verweigert. Nun soll man die Ergebnisse dieser Studie auch nicht dramatisieren. Aber man kann gleichzeitig wohl auch nicht behaupten, dass unter generalpräventiven Gesichtspunkten im Kampf gegen Doping alles in bester Ordnung sei. Die Maßnahmen des bestehenden Dopingkontrollsystems des organisierten Sports mit seinen verbandsrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten stellen einen wichtigen Grundpfeiler in der Dopingbekämpfung dar. Besonders ist hier die gute Arbeit der NADA zu erwähnen, die wir ja auch in der Koalition mit zusätzlichen Finanzmitteln noch einmal gestärkt haben. Aber angesichts der von mir beschriebenen hohen gesellschaftspolitischen Bedeutung des Sports muss auch der Staat seine Mittel zum Schutz der Integrität des sportlichen Wettbewerbs im vollen Umfang nutzen. Und deshalb ist es richtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir in Deutschland ein Anti-Doping-Gesetz bekommen. Ein Anti-Doping-Gesetz übrigens, mit dem wir auch die Sportgerichtsbarkeit und die Schiedsvereinbarungen auf eine klare gesetzliche Grundlage stellen wollen. Und wenn dazu kartellrechtliche Ergänzungen des entsprechenden Gesetzes notwendig sind, dann wollen wir die vornehmen. Wir brauchen eine Reform des KAS und der Sportausschuss wird bei seinem Besuch im April in Lausanne diese Fragen auch vor Ort ansprechen. Aber wir brauchen doch wohl tatsächlich eine weltweit gültige Sportgerichtsbarkeit. Es darf doch nicht sein, dass Gerichte am Ende in Kasachstan, in Russland oder in Jamaika darüber entscheiden, ob Sportler bei internationalen Sportereignissen tatsächlich starten dürfen oder nicht. Das kann auch nicht im Interesse unserer Spitzensportler sein. Und deswegen bin ich über manche Äußerungen von Spitzensportlern etwas überrascht. Die Sportgerichtsbarkeit, das Anti-Doping-Gesetz soll gerade die Chancen unserer Sportler im internationalen Wettbewerb schützen und hier für Fairplay sorgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist angesprochen worden, dass wir im Koalitionsvertrag nicht nur ein Anti-Doping-Gesetz ankündigen, sondern auch ein Gesetz gegen Spielmanipulation. Dazu sagt der Sportbericht, die Integrität des Sports wird zwar in erster Linie durch das Regelwerk der Sportverbände gewährleistet, allerdings zeigen Phänomene wie die Manipulation von Sportwettbewerben, dass staatliche Interventionen und Sanktionen notwendig sind. Insofern will ich persönlich anfügen, dass ich es richtig finde, dass wir nicht nur ein Anti-Doping-Gesetz, sondern auch ein umfassendes Gesetz zum Schutz des sportlichen Wettbewerbs, der Integrität des sportlichen Wettbewerbs machen, in dem dann auch es klare Regelungen gegen Spielmanipulation gibt. Die Menschen werden sich vom Sport abwenden, wenn sie den Glauben an das, was den Sport ausmacht, verlieren und die Ungewissheit des sportlichen Ergebnisses nicht mehr gegeben ist. Deshalb gilt auch hier, dass der Staat seine Schutzpflicht mit den Mitteln des Strafrechts wahrnehmen muss. Am Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein letzter Gedanke. Wir reden viele von den sozialen Netzwerken und denken dann an unseren Laptop, unser Handy oder iPad. Ist das wirklich richtig, hier von sozialen Netzwerken zu reden? Einmal Stromausfall und alle Freunde sind weg. Wäre es nicht richtig, wenn wir bei sozialen Netzwerken an den Sportverein um die Ecke denken? Erleben wir nicht dort das wirklich Soziale im Leben? Miteinander gewinnen und verlieren, sich für andere einsetzen und dankbar Unterstützung entgegennehmen. Kabinenschweiß riechst du nicht auf Facebook. Da musst du schon selber auf den Platz, in den Sportverein und mitmachen. Und dafür gute Rahmenbedingungen zu schaffen, Herr Präsident, das ist Aufgabe der Sportpolitik. Herzlichen Dank. Soweit Reinhard Grindel, CDU-CSU-Fraktion. Letzter Redner in dieser Aussprache zum 13. Sportbericht der Bundesregierung, der hier im Plenum diskutiert wurde und jetzt in die Ausschüsse überwiesen wird.